Hallo Kemal, danke, dass du das Interview heute mit uns machst. Wir hätten ein paar Fragen an dich. Gerade die erste, wie ist das heutige Spiel für dich gewesen? Ja, ich bin gut reingekommen. Habe ich zum 3-2 einen riesen Beitrag gehabt, dass ich das Foul raushole. Und bin froh, dass wir eigentlich gewonnen haben. Wie fühlst du so einen Match, wenn du gewonnen hast? So ist wichtig, weil wir sind ja eigentlich weit unten. Also jetzt sind wir nicht mehr, jetzt sind wir auf dem Barrage-Platz, 6 Punkte Vorsprung. Und es ist gut immer, also es ist halt immer gut, wenn wir gewinnen. Für uns auch allgemein und für Neuchâtel auch. Was ist dein Ritual vor so einem Spiel? Das Ritual ist, ich telefoniere mit meinem Vater, also vor dem Spiel. Und ein Gebet. Das ist ganz wichtig für mich. Gehen wir zum aktuellen Fußball. Wenn du auf die aktuelle Champions League schaust, mit der Ausscheidung von Real Madrid und PSG, wer ist für dich das Jahr Favorit auf den Titel? Also ganz klar Barcelona. Ja, wenn der Messi gestern jetzt wieder geschaut hast, was er wieder veranstaltet hat, ist für mich ganz klar Barcelona. Was macht für dich einen guten Fußballer aus? Charakter. Also in jeder Situation den richtigen Entscheid fallen und das macht einen guten Spieler aus. Und wenn es auch nicht läuft, dass er auch Charakter zeigt. Das ist ganz wichtig. Wer ist dein absolute Idol im Fußball? Das ist ganz klar, der Zlatan. Ja, es steht ein bisschen auf schon. Ist ein richtiger Topspieler, auch menschlich. Also ich kenne ihn nicht, aber was er ab und zu rauslässt und auf dem Platz zeigt, ist ein Phänomen. Hast du einen Spitznamen? Und wenn ja, woher kommt er? Also meine Eltern sagen mir Kemo. Also die meisten auch da von dieser Mannschaft. Das ist ja, ist mal gefallen worden und seitdem ist eigentlich immer. Aber meine Mitspieler nennen mich nur die Jugos, nennen mich Kemo und die Ausländer. Sonst die anderen alle Kemo. Wer ist dein unbequemst Gegenspieler in deiner Karriere? Der unbequemst. Fällt mir eigentlich gar kein ein. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich noch Champions League oder so gespielt habe gegen Top-Mannschaft, aber in der Super League. Fällt mir gar kein ein. Also wenn ich jetzt kann sagen, puh, gegen den ich Mühe kann. Gar keine momentan. Was ist dein persönliches Ziel bis Ende Saison? Mein persönliches Ziel ist eben jetzt mit Neuchâtel nicht ab, also Barrage und dann halt oben bleiben und dann wichtig ist, dass ich jetzt noch ein paar Spiele mache und dann schaue ich halt weiter im Sommer, wie es dann weitergeht. Und was machst du, wenn du gerade nicht Fußball spielst? Das ist auch ganz einfach, Fortnite. Fortnite, ja. Und deine bisher schönste Fußballerinnerung? Mein Comeback nach meiner langen Verletzung. Das war gegen Sio in Sio. Letztes Jahr. Wahrscheinlich eine von meinen. Also das werde ich auch nie vergessen. Gehen wir weiter zu deinen Berater. Fühlst du dich gut aufgehoben bei Front Group? Also ich kenne sie jetzt schon lange, wir arbeiten glaube ich seit 6 Jahren zusammen und ich werde sie auch nie umtäuschen oder sonst etwas. Also wir sind da schon Familie. Und ja. Und zum Schluss hast du noch einen persönlichen Gruß an alle Fans und User von Front Group? Folge die Seite auf Instagram. Front Group Player, glaube ich, oder? Genau. Genau. Merci, Kemal. Merci.